Wir spielen jetzt eine Koop-Mission und zwar geht es um, es werden Köpfe rollen. Ich zeige hier in dem Video nicht die Sinkpunkte, dafür wird ein extra Video bereitgestellt. Diese Mission ist gerade in dem Club-Wettstreit im Angebot. Dieses Video richtet den Fokus darauf, möglichst viele Credo-Punkte zu sammeln. Also geht es um Gameplay. Ich möchte die Leute motivieren, auch wenn sie keinen Bock haben, in einer Gruppe zu spielen, dass ihr dann trotzdem Punkte für euren Club sammelt, und zwar auch alleine. Deshalb spielen wir eine Mission, wo ein Credo-Punkte-Boost vorhanden ist. Das betrifft alle Koop-Missionen, die ich hochgeladen habe. Diese Koop-Mission habe ich am Anfang sehr zerschnippelt, um ein paar Variablen im Gameplay einzubauen. Doch erst das Intro. Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger, es gab einen Irrtum. Ich bin kein Royalist. Ihr wurdet alle von euren Mitbürgern als Feinde der Freiheit angezeigt. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre! Es gibt Feinde in unserer Mitte. Roger Patton, ein Patriot, der zum Superspion wurde. Haben wir nur einen Tyrannen durch den anderen ersetzt? Ja, das haben wir. Patton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Templerorden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Patron. Vielleicht zu geschickt. Verhaftet den Verräter! Das könnt ihr nicht tun! Nein! Seht, welches Schicksal all jenen blühte, ihre Mitbürger verraten! Patton kennt wertvolle Templergeheimnisse. Und Tod nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hohes Hu des Templerordens. Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Vielleicht solltet ihr nach Assassinenart heimlich eindringen. Für diese Mission bekommen wir 4 Sinkpunkte. Und 3 Body Parts kann man sammeln. Dafür muss man die Mission 3-mal spielen. Ihr habt gesehen, ich habe die Photonklinge benutzt und dafür gibt es auch einen Grund. Denn an diesem Wochenende gibt es einen besonderen Credo-Boost für Phantomkling-Kill. Da wir unseren Club unterstützen wollen, benutzen wir viele Phantomkling-Kills. Die Regelung sieht meistens vor, dass wir einen Kill alleine machen können und einen Sync-Kill in einer Gruppe. Also 2 Credo-Boost zur Auswahl. Welche das genau sind, wechselt sich pro Woche ab. Es ist jede Woche ein anderer Kill in Angebot. Credo-Boost-Kill. Die Route, die ich hier im Hintergrund laufe, richtet sich nach den Auffrischungspunkten der Map und den Gegnern, denn wenn ich Phantom-Klingen-Kills mache und ganz viele, muss ich ganz viele Klingen auch nachkaufen. Ja, dann richten wir unsere Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Bildschirm und schauen, was hier so passiert. Das sind die letzten beiden, die ich mit Phantom-Kills erledige. Diese beiden hatte ich schon ausgeschaltet, deshalb kann ich hier ganz locker flockig langlaufen. Hier in der Nähe ist ein Shop. Da kann ich neue Photonklingen kaufen, bevor es zum nächsten Part geht. Wir haben unten alles abgeräumt und gehen gleich ins Obergeschoss. Und da brauchen wir neue Munition. Also wir sehen auf der Map da unten gerade diesen gelben Punkt, das ist die Wache, dessen Schlüssel müssen wir stehlen. Wir können ruhig die Wache umbringen und nach oben geht es, wenn wir auf der Map gucken, dieses Gebäude gegenüberliegend der Treppe.
Hier ist zwar eine Treppe, aber die ist nicht eingezeichnet. Ja, die Treppe ist ein bisschen verwinkelt und alles stört ein bisschen, um richtig agieren zu können. Wir können hier den geradeaus eliminieren, aber wir können auch auf der Treppe warten, bis die Wachen einen Rhythmus aufnehmen und dann hier durch so ein Loch schießen. Hier sieht man überall so Möglichkeiten durchzuschießen. Wie gesagt, ist das hier auf der Treppe alles ein bisschen hackelig. Versteckt und unbemerkt zu agieren. Deswegen habe ich immer ein paar Versuche der Kopfschüsse reingeschnitten. An den Lichtverhältnissen habt ihr erkannt, dass es verschiedene Spielstände sind und verschiedene Gameplays, die ich zusammengeschnitten habe. Jo, und bei diesem letzten kann man sogar hier, wenn man den frontal ausgeschaltet hat, auch durchschießen. Aber man hat sich sehr weit fortbewegt und so wird man ein kräftiges Schloss. Ihr werdet einen Schlüssel brauchen. Schnell entdeckt, wie ihr gesehen habt, und eine Wache stürmt auf mich zu. Wenn dem so ist, dann kann ich ja immer noch versuchen, eine meisterhafte Parade zu starten. Dafür kriege ich ungefähr genauso viele Punkte wie für einen Credo-Photon-Kill-Boost. Oder ich versuche, einen Gnadenstoß zu landen. Dafür kriege ich auch so ungefähr die gleiche Punktzahl. Übrigens bekomme ich auch die Credo-Punkte für Phantom-Kills, wenn ich einen Berserker-Pfeil als Kopfschuss ansetze. Dazu muss ich aber den Kopf genau treffen, dann erhalte ich die gleiche Punktzahl wie für einen Phantom-Kill. Der Gegner ist dann nicht tot, sondern nur verwirrt und ich habe aber die Punkte gekriegt. Er wird mich angreifen, dann kann ich eine meisterhafte Parade starten. Und ihn mit einem Gnadenstoß eliminieren, dann habe ich fast 800 Credo-Punkte für eine Wache erhalten. Das ist ein ganz schöner Boost, das ist cool. Wenn euch das gelingt, habt ihr ordentlich eure Punkte aufgeskillt. Hier an dieser Stelle benutze ich auch immer mal wieder die Kirschbombenköder. Dafür gibt es auch immer wieder ein paar Punkte. Das sollte man nicht vergessen, dass man die immer mal wieder einsetzt. Das viel Kleinmist macht auch Dreck. Also dafür erhält man auch einige Punkte, wenn man das immer mal wieder benutzt. Insgesamt sollte man auch gucken, dass man trotz der entsprechenden Boost auf jeweilige Aktion auch immer wieder was anderes benutzt. Hier habe ich jetzt mal die Giftgasbomben benutzt, um eine Gruppe auszuschalten. Dafür gibt es dann auch einige Punkte. Aber eben nicht so viele, als würde ich die Gegner alle einzeln mit drei Attacken ausschalten. Ihr seht, wie viele Gegner es dort sind. Und stellt euch mal vor, ich schalte die mit drei Attacken aus, jeden Gegner. Dann habe ich pro Gegner 800 Punkte. Da kommt der Giftgas-Truppenkill nicht mit. Aber ich persönlich finde das immer wieder cool, wenn man verschiedene Sachen anwendet. Ihr habt gesehen, ich habe den einen Menschen dort am Tor mit einem Berserker-Pfeil vergiftet. Daraufhin greift er seinen Kollegen an und alle sind hier in den Raum gelaufen. Ich habe meine Photonenklinge auf Kopfhöhe an den Eingang reingerichtet. Und versucht, möglichst viele Kopfschüsse zu landen. Das ist mir leider nicht gelungen. Deshalb machen wir hier noch eine Variable. Bei dieser Variable habe ich euch was reingeschnitten, wo ich auf der Treppe angegriffen wurde. Und wir schalten den Gegner hier vorne aus. Ich versuche, einen Kopfschuss zu landen, das ist mir nicht gelungen. Und hier nochmal das letzte mit den Schüssen auf dem Bein, damit man sieht, dass man ganz gut treffen kann mit der Phantomklinge.
Es gibt ja Reflexschüsse und angebrachte Schüsse. So, jetzt ist es mir aber gelungen. Mit dem Berserkerpfeil. Ich habe die Punkte gesammelt. Und hoffe jetzt, dass er seine Kollegen angreift. Was auch passiert, wie wir sehen können. Ich werde etwas warten und schauen, wer mich angreift. Da ist der Erste. Und dann werde ich versuchen, möglichst viele meisterhafte Paraden zu starten. Also mit Parieren. Und einige Gnadenstöße auszuteilen. Auch dafür bekommt man ordentlich Punkte. Meisterhafte Paraden gelingen mir im Moment nicht so gut. Aber die Gnadenstöße füllen das Credo-Punkte-Konto wieder auf. Weil ich hier so viel Krach mache und nicht vorsichtig agiere, versteckt im Hintergrund, sind die Wachen auf dem Dach auf mich aufmerksam geworden, was man an den ganzen Ausrufezeichen sieht. Und wir können auch sehen, dass sich die Leute auf dem Dach befinden. Aber bevor wir dorthin gehen, schneide ich euch nochmal an dieser Stelle eine Variable rein, wie ich hier die Wachen an der Seite in den Gang noch ausschalte. Ah, diesmal ist eine meisterhafte Parade gelungen. Also, was ich noch sagen wollte, die Mission ist zwar relativ kurz und einfach gestrickt, macht aber saumäßig Spaß, auch alleine zu spielen und einfach Credo-Punkte zu sammeln für den Club. Insgesamt, wenn man einzeln spielt, erreicht man bei dieser Mission für eine halbe Stunde Spielspaß 27.000 Credo-Punkte. Wenn vier Assassinen-Clubbrüder zeitgleich solo diese Mission in einer halben Stunde spielen, könnt ihr 108.000 Credo-Punkte sammeln. Das verdoppelt auf einer Stunde, sind fast eine Viertelmillion. Jo, aber zurück, was wir dort sehen auf dem Bildschirm. Ihr seht, hier ist noch der Hauptmann, dem ich den Schlüssel klauen sollte, oben auf dem Dach. Das habe ich euch mal reingeschnitten, damit ihr gesehen habt, dass sich der Hauptmann nicht immer an der gleichen Stelle befindet. Nicht immer an der Treppe, nicht immer davor, sondern auch auf dem Dach. Die beste Variante, diesen Angriff hier zu starten, ist an der linken Treppe den Angriff vorzunehmen. Dann die Treppe zu wechseln, wie ihr gesehen habt, und dann hier verdeckt zu agieren. Ich versuche hier nochmal irgendwie ein paar Attentate aus der Luft anzubringen, weil die haben wir noch gar nicht gesehen und irgendwie muss das auch mal hier klappen. Aber irgendwie scheint es nicht hinhauen zu wollen, aber der da unten. Na, die machen wir erstmal einen Gnadenstoß. Hier machen wir erstmal einen Gnadenstoß. Oh, jetzt noch eine. Noch einen Gnadenstoß. Und den da unten, den will ich jetzt aber. Den will ich mit einem Luftattentat ausschalten. Erstmal ablenken. Durch einen Reflexschuss. Und dann hier von der Kiste. Endlich 363 Punkte gibt es für ein Luftattentat. Jetzt gehörst du mir. Das ist für mich so, falls ihr die Clubaufgaben alle schon erledigt habt mit 40 Mal in einem Team irgendeine Clubmission zu spielen, dann erhaltet ihr noch einen zusätzlichen Credo-Boost. Jetzt ist Schluss, wir beenden das Ganze mal. Okay, ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch. Wir haben den Direktor viermal an unterschiedlichen Stellen getötet und schließen die Aufgabe jetzt hier erstmal ab. Damit der Missionlauf nicht zu sehr zerschnippelt wirkt, laufe ich zum Schluss jetzt hier eine normale Route, ohne dass ich ständig irgendwas an variablen Gameplay zusammenmische. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass hier alles zu sehr kompliziert wird. Aber zurück zu der Aufgabe, wir sollen die Notizbücher beschaffen, das können wir jetzt
tun, weil wir den Schlüssel besorgt haben. Wir schließen den ersten Part dieser Mission ab. Das Notizbuch hätten wir. Und jetzt wird's lustig. Jetzt retten wir Paton. Die Mission ist in drei Sequenzen unterteilt. Die erste Aufgabe haben wir abgeschlossen, bevor es zur zweiten geht. Frischen wir unsere Gegenstände wieder auf, gehen zum Shop und kaufen alles, was wir brauchen, alles, was uns fehlt. Wenn ich die richtige Route laufe aus dem Gebäude heraus, befindet sich ein Verkäufer direkt auf meinem Weg zur neuen Aufgabe. Das sehen wir hier. Ihr seht an der Minimap, wie ich rausgelaufen bin und wie es weitergeht. Ich kann auf der Minimap einen grünen Mission-Marker erkennen, dem folge ich jetzt. Und auf dem Weg dahin nutze ich die Möglichkeiten der Umgebung aus. Zum Beispiel ist hier ein Aufzug angebracht. Dafür bekomme ich auch Credo-Punkte, die ich natürlich gerne mitnehme. So, neue Aufgabe. Wir sollen drei Templer töten. Drei bestimmte. Oh, jetzt hänge ich hier an dem Typ fest. Auch diesen Aufzug nehmen wir mit und sammeln Credo-Punkte. So, wir haben das grüne Gebiet auf der Minimap erreicht. Und mir wird auch gleich der erste Templer hier angezeigt. Die stehen auch nicht immer an der gleichen Stelle. Die sind immer wieder unterschiedlich angebracht. Manches Mal steht er auch hier vorne. Ich gehe mal eben kurz hin, so geradeaus, hinter der Flagge dort. Dann kann ich ihn per Luftattentat erledigen, aber ich muss auch aufpassen, denn dort ist ebenfalls noch ein Scharfschütze am Balkon angebracht. Genauso wie hier, wo ich jetzt lang gehe. Auch den muss ich erstmal eliminieren. Ich wollte in diesem Video nicht mehr so viel mischen und zerstückeln, deswegen sage ich das so, links unten auf diesem aus Holz gefertigten Podest steht normalerweise auch noch einer. Wie gesagt, stehen die Templer nicht immer an der gleichen Stelle. Bei dieser Variable von 4 steht der Templer bei mir jetzt mitten auf dem Marktplatz. Und wie ihr gerade gesehen habt an der getöteten Templeranzahl, einer dazugekommen, obwohl ich keinen getötet habe. Denn ich habe hier auf dem Marktplatz ein paar Unterstützer, die haben den zweiten Templer von sich aus erledigt. Das wäre ein Templer, der auf dem Balkon steht, am Haus. Hier am Balkon oder in dem Fenster daneben steht normalerweise. Nutzt euer Adlerauge, um ihn vor dem Templer zu finden. Ein Templer. Wie gesagt, von meinen Brothers Unterstützung den Templer schon erledigt. So, an dieser Stelle können wir auch nochmal einen Aufzugskill versuchen. Ich warte hier ein bisschen, bis die Gegner näher kommen. Allerdings beschießen die mich gerade. An der kleinen Minimap erkenne ich aber, dass die mir nah sind. So, getroffen, ihr Schweine. Entschuldigung. Da unten liegt er, erschlagen. Ja, jetzt sollen wir Paton finden. Wir sehen einen gelben Kreis auf der Minimap. Dort sehen wir die Fußspuren. Die laufen da lang. Wo sie exakt lang laufen, ist mir egal. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Das zeigt mir der Mission Pointer in grün. Dem folge ich von mir aus auch querfeldein. Ich suche mir eine Route aus, wo ich an einem Shop vorbeikomme. Deshalb laufe ich hier lang. Denn hier ist schon der Shop. Wir sind gleich am großen Cemetery in Paris. Hier findet auch eine Story-Mission statt. Die Sequenz 5-3. Paton muss sich hier irgendwo verstecken. Der Prophet. Ja, bevor es losgeht, zeige ich euch nochmal die Map vom Cemetery. Entscheidend sind für mich die Geschäfte. Dementsprechend habe ich meine
Route ausgetüftelt. Passive Geschäfte sind wichtig und wie viel Credo-Punkte ich durch meine Route erhalte. Deswegen laufe ich auch erstmal oben lang. Alle Wachen schalte ich auch aus, die hier rundum als Scharfschützen platziert sind. Wir arbeiten uns also von außen nach innen, von oben nach unten vor, bevor es in den Innenhof geht, frischen wir unsere Items wieder auf. Wir müssen jetzt noch zweimal nachladen, dann schaffen wir die Route auch prima flüssig, ohne Unterbrechung, mit vielen Credo-Punkten. Dort hinten am erhobenen Plateau aus Holz steht noch ein Scharfschütze, den muss ich unbedingt ausschalten, der nervt mich immer. Um verdeckt und gezielt agieren zu können, deswegen nehmen wir den auch gleich mit. Er beachtet uns gar nicht, deshalb können wir in aller Ruhe einen Kopfschuss anbringen. Ja, und dann schauen wir mal, was es hier an Credo-Punkte zu verdienen gibt. Ich weiß, dass hier noch ein Scharfschütze steht und da hinten sind noch zwei Seilaufzüge. Wir schalten den Scharfschützen aus und nehmen dann die Credo-Punkte für den Seilaufzug gleich mit. Wenn wir schon mal hier sind, kurz runter und wieder rauf. Wenn ich beide Aufzüge benutze, dann habe ich 500 Credo-Punkte verdient. Wohlgemerkt ich. Weil ich weiß nicht, welchen Credo-Boost-Faktor ihr habt. Ich weiß nicht, wie viele Club-Bedingungen du schon erfüllt hast, um deinen Credo-Boost-Faktor zu bestimmen. Mein Credo-Faktor wurde durch die Storyline und durch den Assassinen-Rang Legende bestimmt. Und der Credo-Boost-Club-Streit-Mission, welche Ubisoft wöchentlich anbietet. Aber zurück, was hier passiert. Vom Dach aus werde ich versuchen, einige Wachen per Kopfschuss mit Berserkerpfeilen zu verwirren. Einmal erhalte ich dann die Credo-Punkte für den Kopfschuss und einmal die Credo-Punkte für den Berserker-Kill. So, ich habe an dieser Stelle jetzt einen selbst ablaufenden Prozess angestoßen. Das gibt mir die Möglichkeit, mich um die anderen Wachen hier auf dieser Seite zu kümmern. Der andere Prozess läuft weiter, während ich hier an dieser Stelle schon weitere Gegner außer Gefecht setze. So kämpfe ich an verschiedenen Fronten gleichzeitig und obwohl ich mich nur an einer befinde, sammle ich im Sekundentakt fortlaufend Credo-Punkte ein. Das Verfahren kennt ihr sicherlich von Command & Conquer, Warcraft oder anderen Strategiespielen. So ist das hier im Assassin's Creed Unity-Spiel auch möglich vorzugehen. Ich habe also wieder meine Knaller angebracht, dadurch habe ich Punkte verdient und die Wachenzentrale angelockt und jetzt habe ich eine Gruppe zusammen und habe eine Giftgasattacke gestartet. Zwischendurch versuche ich nochmal ein paar Berserker-Kills anzubringen, damit die Jungs beschäftigt sind. Und dann kann ich sie hinterrücks überfallen. Und sie locken weitere Wachen an. Dann kann ich das Gebiet vernebeln und einen versteckten Angriff durchführen. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das macht nichts, dann sammeln wir eben unsere Punkte so. Und ich arbeite mich weiter zum nächsten Shop vor, um mich das letzte Mal aufzufrischen und die Mission dann zu beenden. Eine meisterhafte Parade hat geklappt.
So, jetzt wollen wir nochmal unsere Munition wieder auffüllen. Und ich schaue nochmal nach, ob sich alle gegenseitig eliminiert haben. Dazu muss ich wieder hier an den Anfang zurückkehren. Und an dieser Stelle habe ich auch Patong gefunden. Er befindet sich im Untergrund, also schalten wir erstmal noch weitere Gegner aus. Wir eliminieren alle Gegner, die es hier gibt. Auf der Karte erkennen wir gerade 3 Treppen, also 3 Zugänge in meiner Nähe. Jetzt ist noch eine 4. eingeblendet. Es gibt also mehrere Zugänge in den Untergrund. Ich glaube, alle sind mit einem Schloss verriegelt. Aber nicht jedes Schloss hat den gleichen Schwierigkeitsgrad. Das Schloss hier bei dieser Wache hat Schwierigkeitsgrad 3. Das werde ich nachher nicht benutzen. So, die Wache hat mich auch entdeckt. Dann muss ich die eben so ausschalten. Normalerweise kann man die auch per Kopfschuss oder so aus der Entfernung eliminieren. So, hier vorne sind noch einige Wachen. Mal gucken, ob wir eine Giftgasattacke starten können und dann gleichzeitig kümmern wir uns um die anderen. Ich werfe ein paar Knaller. Ich hoffe, dass ein paar Gegner angelockt werden dadurch. Ich stelle aber gerade fest, dass ich die alle schon eliminiert habe. Das passiert mir nicht immer so. Häufig sind da noch welche. Aber das gibt mir die Möglichkeit, hier bei den Wachen auch die 2. Giftbombe einzusetzen. Dadurch habe ich sie dann komplett eliminiert. So, jetzt bleiben noch ein paar Wachen am Aufzug übrig. Dann werde ich nochmal ein paar Aufzugskill versuchen. Dann schauen wir mal, ob es gelingt. Aber zunächst schalten wir diesen hier mit einem Kopfschuss aus. Auf geht's, meine lieben Abonnenten und Zuschauer. Wir beenden jetzt die Mission. Das sind die letzten hier befindlichen Gegner. So wie versprochen, ein geplanter Aufzugskill. Dafür gibt es immer richtig fett Punkte. 484. Und die letzte verbliebene Wache schalten wir auch aus. Damit haben wir jetzt alles abgeräumt, was hier so rumkreucht und fleucht. Und wir können die Mission beenden. Wie ich schon gesagt habe, benutze ich nicht diese Treppe, sondern die andere. Dafür braucht man weniger Dietriche. Und Patong, sieht man auf der Karte, befindet sich genau in der Mitte von diesen beiden Treppen. Also es ist egal, welche ich benutze. Ich benutze die mit den 2 Schlössern oder 2 Stiften, besser gesagt. Prima, wir haben es fast geschafft. Circa 30.000 Punkte erreicht. Nun, was kann ich für euch tun? Patong ist den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung. Jo, und mein Club hat diese Woche gewonnen. Deshalb kann ich euch nochmal zeigen, was passiert, wenn man einen Clubwettstreit gewinnt. Also nach deutscher Zeitrechnung dauert so eine Woche Clubwettstreit immer bis Montag ca. 12 Uhr. Dann werden erstmal die Clubwettstreitergebnisse ausgewertet und ja, das dauert immer so bis 3 Uhr, so 2-3 Uhr und dann kann man wieder nachgucken, was als nächstes kommt und man kann schauen, ob man was gewonnen hat oder seine Belohnung abholen.
Naja, abholen ist nicht ganz richtig ausgedrückt, denn man sieht es hier, die Einblendung. Wenn man irgendwas spielt, bekommt man so eine Einblendung. Ihr Club hat den Wettstreit gewonnen. Und dann steht als nächste Einblendung, was man gewonnen hat und freigeschaltet. Aber genug gesabbelt jetzt. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Cutplay-Part dabei. Bis dann. Tschüss und noch viel Spaß auf YouTube.